Josi steht bereit, Ryan Johansson, der Center. Und einer fehlt noch. Dino Niederreiter montiert noch seinen Helm und kommt jetzt auch zu diesem ersten Anspiel. Die NHL zu Gast in... Ja, und jetzt zuerst mal die ganz grosse Starlinie auf dem Eis bei Nashville. Und der ganz grosse Name Granlund, Forsberg und Duchesne. Hinter Berci, Gervais und der Sander. Vor dem Torwart wieder Sven Berci gelauert. Ach, eine Gegenstoßmöglichkeit. Und da kommt Sherwood. Sie waren doch schon einige Scheibengewinner von Nashville. Und dann, dass sie mit dem Stock sehr aggressiv sind, sehr viel Druck auf dem Stock entwickeln. Sie haben ein paar Böcke stellen, vor allem in Unterzahl. Aber jetzt auch vorhin war es ein typisches Beispiel. Also die Intensität ist schon sehr hoch von diesen Spielern. Das merkt man gleich. Und apropos Druck. Da war ein erster Slapshot von Roman Juk. Hat sich jetzt doch Nashville doch ein paar Scheiben erkämpfen können. Der Sander gut gespielt und direkt geschossen von Tristan Scherf. Johansson kommt und übernimmt die Scheibe. Und der gefährliche Ablenk. Im Slot machen drei mit Mitte sehr eng. Versuchen. Berci Tor! Versuchen es, aber es gelingt nicht. Und das hat eben auch mit dem Speed und vor allem auch mit dieser Energie zu tun, die Tristan Scherwe auch heute aufs Eis bringt. Und dann ist es Sven Berci, erster Torschütze in diesem Spiel. Ja, das ist eine besondere Geschichte für ihn, denn in der Meisterschaft hat er in 7 Spielen noch nicht getroffen. Jetzt heute Abend hier, Scherwe, das ist sein Speed. Super, der Pass und dann vor allem auch die Ausführung mit Pirouette. Speed ist sehr, sehr gut von Tristan. Aber man sieht, Nashville probiert beim Eintritt mit 2-mal rauszukommen, ist dann aber in der Mitte nicht gut zugeordnet. Schön Inside, sehr geduldig. Und es bleibt alles aussen, solange das so ist, passiert. Oh! Wow, aber ja, er hat dann eben die Klasse, Ueli, ja, um dann, da reinzukommen. Und er kommt eben von oben runter rein, oder? Du hast genau das, was du hast gesagt, oder? Er ist zwar Verteidiger, aber wenn er ein Loch sieht, dann kommt er und wird hier auch sehr gut angespielt. Und da hat jetzt genau einer von den Bernern nicht gut aufgepasst. Das ist der erste Runde gedraft. Das war er im Abschluss. Mit Philipp Wüthrich, Eli, tolle Saison von Seattle zu Nashville. Den kennen wir am Stil schon. Roman Josi trifft! Wird gefeiert von der Nashville-Fraktion, aber es gibt Applaus von allen Zuschauern im Stadion. Ja, schon wieder Roman Josi, wie man ihn kennt, wenn er eine Chance hat, sich offensiv einzuschalten. Jetzt sieht man es hier sehr schön. Dann nimmt er die Chance und spielt wie ein Stürmer. Und sehr gut, wie er sich da oben runter spielt. Hier sehr schön, er ist zwar Verteidiger, aber er sucht das freie Eis, er findet schnell Antritt, sicher ein bisschen glücklich in die Scheibe reingeht. Das kann natürlich auch sein, oder? Aber solange man Scheibenbesitz hat, greift man das Vierte an, das ist sicher. Sivier und gut, wie sich Löffel in Szene setzt und trifft, zeigt seine Offensivverteidigerqualitäten. Toll gespielt und auch ja, Romain Löffel spürt, wann der Moment gekommen ist, um voll durchzuziehen. Genau, dass der Josi kann, auch der Löffel, könnte man sagen, hat sich das als Vorbild genommen. Nein, das wissen wir vom Romain Löffel, dass er auch in der Meisterschaft so spielt. Sehr schöner Angriff, sehr zügig, aber auch vom Sivier hier sehr gut gemacht. Weil die Verteidiger geben ihm zu viel Gap. Er bekommt ein bisschen... Löffel und Di Domenico. Cajun, schön gespielt. Granlund. Und Duchesne wird gesucht, aber nicht gefunden. Oh, Bader kann profitieren, dass Rosli gestürzt ist. Thierry Bader. Und dann ist Josi eben doch 3,5 Millionen. Forsberg 8,5 Millionen. Granlund 5 Millionen. Und die produzieren hier dieses Tor. Philipp Forsberg, der Schwede, zum Ausgleich. Philipp Forsberg letztes Jahr eine unglaublich gute Saison gehabt, hat extrem gebucht, 42 Goal, 42 Assists, also ein Punkt pro Spiel.
Und sein Kongenialpartner Duchesne war sogar noch ein bisschen besser gewesen, mit 43 Assists. Granlund ein bisschen weniger der Torschütze, aber ein unglaublicher Vorbereiter mit 53 Assists. Und das Spezielle ist, es wird dann aber von ihnen jeden Abend erwartet, dass sie eben genau das wert sind und das liefern. Allein in der Rushville mit Romagnosi an der blauen Linie, der gleich gelegt wird. Da wird es noch eine Strafe geben, aber im Moment noch Nashville im Scheibenbesitz. Und mit der Chance und dem Tor Matt Duchesne. Da machen sie kurzen Prozess. Ja, wenn wir Unterschiede besprechen wollen zwischen vielleicht NHL und National League, das sieht man immer wieder auch an Weltmeisterschaften. Die Topstars, die sind in den Special Teams einfach besser. Ich glaube, die Ruhe vom Granlund ist fantastisch hier, oder? Duchesne positioniert sich sehr gut. Aber jetzt müssen wir schauen, was passiert neben dem Goal. Wenn wir es nochmal eingespielt haben, hier Johansson, jetzt der Granlund total ruhig. Schaut. Und jetzt findet er die freie Schaufel, der Pass vom Haargenau. Uli weg direkt vor Philipp Wüthrich. Abschuss gelegt. Johansson. Albanen wieder Johansson. Sehr gut, Schieb abdeckt. Dante Fabro und wieder Tolvan. Nummer 36 ist auch ein spannender Spieler, der Smith. Ich glaube, er ist relativ spät in die Aufstellung hineingerutscht. Er hat noch kaum NHL gespielt. 9 Spiele bis jetzt, ist bei Milwaukee. Und das ist jetzt sicher so ein Spieler, der im Camp auf sich hat aufmerksam gemacht hat. Jetzt den Europe-Trip kann mitmachen. Und jetzt noch die Chance bekommt zu spielen. Jetzt wieder so ein Switch, wo der Josi offensiv geht. Und sofort bleibt er. Wow. Wow, oder? Wie er da aus der Ecke sich dreht und dann so noch vor das Goal führen kommt, es ist Weltklasse, oder? Hervorragend, aber auch wieder hier, der Shannon bleibt vollkommen oben, spielt jetzt die Defenseman, oder? Jetzt geht der Josi runter und der Shannon ist oben an der blauen, weiss, der Josi ist vorne, jetzt ist es mit. Willkommen im Leben eines Eishockey-Profis. Sissons. Sissons und Wüthrich. Gelegenheit gerade so bietet. Und da ist er wieder, schickt Matt Duchesne. Wow! Renin. Josi. Und Tor. Romagnosi trifft, wohl noch abgelenkt. 4:2 für die Gäste aus der National Hockey League. Er fährt doch als Erster, klatscht ab mit den Kollegen. Doch Josi, der Torschütze, der da oben runtersticht, vom SCB-Spieler abgelenkt, genau, von Vermin. Und so gehört das Tor Roman Josi, sein zweiter Treffer heute ab. Das sind schon die Predators, die hier das Zepter in der Hand haben und gehörig Druck machen. Und Tor! Und wieder Treffen, aber Tor wird gleich aberkannt. Torstock wird angezeigt. Granlund, sehr wahrscheinlich vor dem Vom Schiedsrichter auf dem Eis, ja, der hat diese Hand-Augen-Koordination, um solche Dinge aus der Luft runterzuholen. Ja, das ist schon so etwas, was extrem trainiert wird. Gestern im Training haben Verteidiger und gewisse Stürmer haben sicher 10 Minuten das trainiert. Höher Schuss aufs Goal ablenken, höher Schuss aufs Goal ablenken. Und praktisch jedes Mal aus der Luft haben sie die Scheibe getöpft, beeindruckend gesehen. Da kommt der Schuss. Und er holt die Scheibe runter, klarer, hoher Stock. Natürlich, dass er absolut richtig entschieden hat. Er ging an die U18-WM und nachher nach Portland in die Juniorenliga und hat sich durchgesetzt. Dass er wirklich auspumpert ist, das hat man praktisch nie das Gefühl. Und man sieht da jeweils seine Eiszeit, 27, 28 Minuten in der NHL und fragt sich, wie das geht. Ja. Ja, und ist, oder für einen Verteidiger ist 7, 28 Minuten nicht so außergewöhnlich. Aber wenn man sieht, wie er spielt, wenn er läuft, er macht die 60 Meter ein paar Mal, wo das Eisfeld lang ist in einem Einsatz. Ja, ein McDonald's vorbei. Ja, und jetzt, was auch noch spannend ist, McDonald's und Ekholm sind noch nicht ab dem Eis gegangen. Oh, Achtung, das gibt eine Chance für Tanner Schnatt. Und der scheitert knapp drunter da. Lozon geht immer noch nicht raus. Niederreiter ist gekommen mit dem Abschluss.
Möglichkeit für den SCB. Vermin und Scherwe ist auch noch mit dabei. Aber da ist jetzt die Parade von Kevin Lankinen, der sich da nicht düpieren lässt. Ja, es ist ein bisschen zu viel des Guten. Oben auf der offensiven blauen Linie. Unnötiger Scheibenverlust. Vermin sucht. Minico. Oh wow, gut getrippelt, schön gespielt. Cahun ist gekommen. Di Domenico lenkt ab und tatsächlich der Schlittschuhclub Bern verkürzt auf 3:4. Fantastisches Goal gewesen. Wirklich hervorragend gespielt im Zonenmacht. Und auch das Spiel in der Zone. Und ich glaube, die Domenico Wert kennen wir von SCB, aber wir haben ja gesehen, was der Cahun eben bedeutet. Hier die Domenico fantastisch, aber jetzt auch der Cahun, dass er ihn sieht. Und er wirklich perfekt bedient. Große Klasse. Ja, dieses Duo wird in der National League einen Shane und Forsberg hier noch für einen Angriff sorgen. Und dann ist es das gewesen.